Wie war es, gegen Zlatan Ibrahimovic auf dem Platz zu stehen? Ah ja, der Typ hat so eine Ausstrahlung, das ist unglaublich. Gegen uns gemacht haben im Champions League. Und da war das auch unglaublich. Also, ja, das Debüt war bei mir sowieso unglaublich. Direkt nach 5 Minuten getroffen. Geola Asere, Geola Miente. Was geht ab, meine Besten? Euer Boy Elmo Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, Miente, auf jeden Fall, nachdem ich bei der EM war, geht es natürlich weiter mit wildem Fußball-Content, Leute. Auf jeden Fall, ich werde jetzt nach Berlin fliegen, Leute. Da werden wir einen Dreh haben mit kein geringerer als Lucky Samardžić. Leute, ein sehr, sehr krasser Kicker. Leute, auch underrated, meiner Meinung nach. Er spielt aktuell bei Udinese, war in der Jugend bei Hertha, danach zu Leipzig gewechselt und dann für Udine für 3 Millionen. Und mittlerweile ist der Mann fast 10 Millionen Marktwert. Also laut Transfermarkt 7,5 Millionen. Ja. Ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer mit 21, Leute. Spielt für die serbische A-Nationalmannschaft und war bis zu 21 in der deutschen Nationalmannschaft. Ja, da haben die Deutschen auf jeden Fall ein krasses Talent verloren, Leute. Warum, weshalb? Und ja, ansonsten seine Karriere werden wir heute rausbekommen. Ich werde mit ihm drehen, dann auch noch eine Fußball-Challenge. Die kommt dann die Tage online. Und ja, in dem Video werde ich aber mehr mit ihm talken, vielleicht noch ein paar Skills ins Video machen. Und ja, werde ich auch mitnehmen. Wisst Bescheid, mir ein cooles Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenlos kann den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und checkt auf jeden Fall Finelli ab, die neuen Shirts, wisst Bescheid. Ah, und Leute, es ist aktuell einfach 5:02 Uhr, ich bin seit 4 Uhr wach. Und Leute, ich habe so meine Story gepostet, hier hat so eine Seite, haben die 50 Wunderkinder gepostet. Kenan auf jeden Fall vorne drauf, ja, das gefällt uns. Pablo Gavi auch. Leute, Paris auf jeden Fall auch drin. Hat er sich verdient, aber Lamine Yamal auf der 41, Digga, er muss mindestens Top 20 sein und Kenan auf der 44, das ist bodenlos, Leute, kommentiert da alle mal, was ist denn da los? Und der Erste für die ist Pablo Gavi, mit dem Mann haben wir auch so eine Hintergeschichte, Leute, weil nämlich 2018, schöne Grüße an Livan, als ich mit ihm gedreht hatte, mit Livan, war Pablo Gavi auch da, hat auch gegen ihn gespielt und Leute, da hat er mir geschrieben gehabt, hola, me puedes pasar el video mio del gol de hoy? Also kannst du mir bitte das Tor von heute schicken? Und ich meinte so, ja, ja, ich guck da morgen, Bro. Und ich hab's dann, wie immer. Hab ich es? Also das heißt, wie immer. Ich hab's dann einfach verpeilt. Leute, weil ich einfach immer zu viel Stress hab. So dumm. Naja, jetzt hab ich einfach keinen Kontakt mehr zu Pablo Gavi. Ein Weltstar geworden. Mittlerweile einfach, was hat der? 15 Millionen. Leute, wie konnte ich es vergessen? Messi geht einfach zu Miami, aber ey, besser, dass er das Angebot von Miami angenommen hat, als das von Saudi-Arabien, ne? Weil das wäre ja der 500 und 400 Millionen, irgendwo hat es auch seine Grenzen. Oder wie seht ihr das? Aber ich finde schon, das ist zu übertrieben, Digga. 400 Millionen, wow. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt am Flughafen. So, Mente, da ist also unser Flug 27 Berlin, Gate A72. So, Mente, auf jeden Fall, ich bin gerade in Nasa gelaufen, oder? Alles gut bei dir? Leute, auf jeden Fall, wir kennen uns, glaube ich, schon richtig lange. Du warst früher bei Basel da hinten, ne? Bei Aarau auch, beim alten Verein. Und jetzt mittlerweile, du warst viele verschiedene Orten, ja, Rumänien jetzt. War in Rumänien, Ungarn, Italien, Deutschland, überall ein bisschen. Es geht auf jeden Fall albanische Nazi. Sehr, sehr nice. Macht stolz auf die Albanien zu spielen zu können? Das ist, glaube ich, für jeden Fußballer das Schönste, für die eigene Mannschaft zu spielen. Okay, nice. Kann ich mir vorstellen. Sagen wir viel Spaß. Schöne Grüße, Adrian Bayrami, ja, der Bruder. Adrian, wir grüßen dich und ja, viel Spaß bei deiner Nazi. Wir haben einfach nur hier. Was geht ab, Bro? Siehst du hin? Klar. Wo gehst du hin? Barcelona. Barcelona? Ja. Also warst du einfach bis in Urlaub? Ja, mit Kollegen im Zug. Sehr nice. Luzern? Ja. Erste Mannschaft? Ja. Profivertrag? Profidebüt gemacht? Ja. Schweizer Nazi? U20, ja. U20? Sehr, habt ihr noch irgendwo EM? Nein, bei uns ist fertig. U21 geht an die EM, aber U20 ja. Schon nicht. Okay. Leute, er ist auf jeden Fall ein Baller, merkt euch. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Stunde Flug, dann sehen wir uns gleich in Berlin. Schlaf jetzt ein bisschen. Seit 4 Uhr. 3 Stunden lang geschlafen. Eine Ewigkeit später. So, wunderschönen guten Morgen. Einen früheren Flug gab es nicht mehr, ne? Ich wollte dich um 4 Uhr holen, aber du schläfst immer so lange. Also, herzlich willkommen in Berlin. Sehr gerne. Sehr nice. Mir Hente, jetzt gibt es erstmal natürlich Orangensaft und
von Thorsten gewählt ist. Männerman. Okay, Leute. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das snacken wir uns und dann sehen wir uns ein bisschen später. So, Leute, jetzt bin ich angekommen auf dem Platz mit der heutigen Crew, zweiten Benji, Leute, von der Fußballmission. Thorsten auch noch hier. Grüß dich. Kameramann, deinen Namen musst du nochmal sagen. Sandy. Ja, genau. Okay, du drehst für wen alles? Auf jeden Fall sehr, sehr viele namhafte Künstler. Mit Cubanito natürlich. Hier mit zwei Brés, was geht ab? Alles gut. Aber hey, Trikot, ey. Fisca Barça, hombre. Ja, ist Barça. Woher kennt ihr mich? Ja, und weiß woher? Ich höre sogar. Also YouTube, immer deine Videos, diese U15, U14. Mhm, mhm. Okay, okay. Ich muss direkt das Fußball. Was meinst du vorher? Hä? Was mache ich immer? TikTok-Videos. Ja, auch. Ja, Jungs, wollen wir noch schnell ein Bild machen? Ah, danke. Kein Ding, Bro. Okay, danke. Bis dann, erst, Bruder. Hey, Philipp, neue Handlage. Nicht hängen lassen. Das ist besser, Mann. Ja. So, mein Lucky. Bratko, Kako. Alles gut? Gut. Ja, gut. Alles gut. Bist du eingeflogen oder mit Auto? Oder? Mit Auto. Gestern. 10 Stunden. 10 Stunden. Eieiei. Ich war gegen Juve. Ich wollte eigentlich kommen, aber ich habe es dann leider nicht geschafft. War da ein bisschen zu spontan. Ja. Ich glaube, 1 zu verloren. Ne? Ja, für Juve ging es halt um alles. Die wollten unbedingt nach Europa League spielen. Wir haben es ihnen schwer gemacht, aber am Ende haben sie dann trotzdem gewonnen. Okay, auf jeden Fall, Mehrheit, ich würde sagen, wir drehen jetzt was für den Kinderfußballkanal, Fußballmission. Und ja, danach machen wir noch eine Challenge. Aber für euch geht es jetzt gleich dann ins Interview. Da erzählt ihr mir alles, wie ich, dass du mir seit deine komplette Geschichte erzählst. Kein Problem, mach Kontakt ich. Eins, gut. Alles. Sehr gut. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall fertig jetzt mit dem Dreh, mit Challenge und alles. Und jetzt machen wir dann auch noch das Interview. So, Mehrheit, ich würde sagen, wir sind angekommen mit Lucky. Das große Interview hier gefreestylt auf dem Fußballplatz. Was hast du für Erinnerungen als allererstes hier auf dem Platz? Ja, das ist ein Boysplatz, Klassiker in Berlin. Jeder Käfigkicker kennt diese Plätze. Auf den Plätzen bin ich auch aufgewachsen und ja, das ist mein Leben hier. Ja, du hast angesprochen, dein Leben. Heute geht's um dich. Du spielst aktuell bei Udine. Davor warst du bei Hertha, RB Leipzig. Ja. Erzähl uns mal, wie hat bei dir Fußballspielen angefangen? Nimm uns da so mal ein bisschen mit. Ja, also hab angefangen mit 5 in so Käfigen zu spielen. So wie der kleine Junge da. Kannst du den mal filmen vielleicht? Ja, und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich kicken kann. Und ja, dann bin ich zu Grün-Weiß in Köln mit 6 Jahren. Ist Verein bei mir um die Ecke. Hab da angefangen dann 2-mal die Woche zu trainieren und dann gab es bei Hertha so ein Camp. Da sind so 80 Kinder, Sommercamp. Und da werden immer jeden Monat so Kinder aussortiert. Und da bin ich bis zum Ende geblieben und so haben die mich dann genommen. Ja, und dann war ich von der U7 bis zu den Profis bei Hertha. Hab alles durchgespielt da. Und ja, dann kam der Wechsel zu RB Leipzig. Da war ich dann nochmal ein Jahr. Und jetzt bei Udine. Und was war so deine Motivation? Warum hast du angefangen, Fußball zu spielen, wenn du so zurückdenkst? Ich glaube, mein Vater ist die Motivation gewesen. Ich habe mit ihm Fußball geschaut. Er hat selber Fußball gespielt, bin mit ihm zu den Spielen. Ja, und so, glaube ich, fängt man dann an, Fußball zu mögen und auch selber zu spielen. Ich glaube, das war die Motivation, ja. Ja, und Udine ist schon ein Schritt jetzt. Serie ja. A. Ja. Wie war das für dich, von Deutschland in so eine Riesenliga rüber zu wechseln? War es schwer für dich? Ja, war schon schwer, weil es halt komplett anderes Land, andere Sprache. Aber ich würde sagen, ich habe mich da schnell gefunden. Und ja, mittlerweile ist es für mich die beste Liga der Welt, ja. Und du hast ja unter anderem auch gegen Zlatan Ibrahimovic gespielt. Das heißt, du hattest noch zu vielen anderen wirklich das Glück, gegen ihn spielen zu dürfen. Wie war es, gegen Zlatan Ibrahimovic auf dem Platz zu stehen? Ah ja, der Typ hat so eine Ausstrahlung, das ist unglaublich. Also wenn den jemand sieht, man kriegt wirklich Angst. Der ist 2 Meter groß, ein Ochse. Ja, ich glaube, er hat auch das letzte Tor jetzt gegen uns gemacht in seiner Karriere. Also das wird für mich auch immer in Erinnerung bleiben und war ein geiles Erlebnis. Nach was riecht er? Ich weiß es nicht. Als ich den auf den Boden geschmissen habe, weiß ich nicht, wie er gerochen hat. Du ihn auf den Boden geschmissen? Ja, ich habe einen Zweikampf gehabt mit ihm und der lag auf dem Boden. Da habe ich mich wirklich krass gefühlt, Alter.
Okay, ja, crazy. Zlatan Ibrahimovic ist so eine Legende. Und ja, wie ist es allgemein für dich, in der Serie A zu spielen? Ich meine, das sind unglaublich unfassbare Legenden in der Liga. Ja. So, wie ist es da für dich? Machst du dich sehr, sehr stolz? Ja, klar, man ist stolz, weil man weiß halt, was Italiener Serie A, was das für ein Fußballvolk ist. Und ja, die Fans sind da unglaublich. Die Liga ist geil, also ist wirklich schön da zu spielen. Ja, wie war es auch für dich unter Nagelsmann zu trainieren? Ja, Nagelsmann ist ein unglaublicher Trainer. Es war für mich ein sehr lehrreiches Jahr, weil ich sehr viel gelernt habe. Weil da auch Top-Spieler sind. Christopher Nkunku, Dani Olmo, Marcel Sabitzer sind halt schon sehr große Namen. Und trotzdem habe ich da meine Minuten bekommen. Ja, also das Jahr war sehr wichtig auch für mich und habe viel gelernt in dem Jahr. Du hast es angesprochen, sehr große Namen. Wir müssen dich jetzt nicht kleiner machen, als du bist. Es kommt auf jeden Fall, ne? Du zeigst immer mehr. Ich glaube, Transfermarkt hast du jetzt auch mittlerweile 7,5, also fast vielleicht sogar für 10, 12 Millionen. Ja. Wer war für dich so der größte und krasseste Gegenspieler für dich? Der Beste? Was ich jetzt in Real gesehen habe, Paulo Dybala. Okay. Weil er einfach so locker spielt, ist schon immer einen Schritt voraus. Ja, aber ich muss sagen, ich war zwar nicht auf dem Feld, Neymar und Mbappé, was die da gegen uns gemacht haben im Champions League, Vorrunde war das, war auch unglaublich. Also ja, ich würde die drei erwähnen. Wie war es für dich, das dein Debüt zu geben für so einen großen Verein in der Serie A? Ja, das Debüt war bei mir sowieso unglaublich, weil ich halt auch direkt nach 5 Minuten getroffen habe. Das war unvorstellbar. Hatte auch Freudentränen danach, also der Tag war unglaublich. Und hast du vielleicht einen Tipp für, ich habe öfters gelesen, dass Jugendspieler daraus ein bisschen Nervosität verspüren vom Spiel. Was würdest du ihnen als Tipp geben? Oder hast du vielleicht auch so ein Ritual, erstmal rechter Fuß, linker Fuß, oder hast du da irgendwelche Tipps? Ja, also als erstes will ich an den Kindern sagen, dass sie einfach Spaß haben sollen, weil es ist halt nur ein Spiel. Man sollte nicht zum Fußballspiel gehen und gar keinen Bock haben darauf. Man soll immer Spaß haben, man soll frei sein. Ja, und dann Nationalmannschaft. Hast du auch sehr lange für Deutschland gespielt, auch für die U21? Ja. Sogar, glaube ich, die Nummer 10 hast du getragen. Ja, richtig. Wie kam es dann für dich, kannst du jetzt da noch ein bisschen erzählen, wie kam es dann für dich, dass du dann für die serbische A-Nationalmannschaft dich entschieden hast und auch bereits schon debütiert hast? Ja, also von der U15 bis zur U21 habe ich jedes Jahr bei Deutschland gespielt. Sogar ein Jahr älter, mit 2001 an. Deutschland hat mich schon sehr gut, wie sagt man, begleitet auf dem Weg. Die haben mir schon viel gegeben. Deswegen bin ich auch sehr dankbar an Deutschland. Aber am Ende habe ich mich für Serbien entschieden, weil die mir halt auch einen Plan aufgezeigt haben, haben mir gezeigt, was ich für die Zukunft da sein kann. Und ja, meine Eltern sind Serben und deswegen habe ich mich für Serbien am Ende entschieden. Ja. Ja, und wie war dein Debüt da, für dein Land zu spielen? Ich meine, du bist wirklich, das heißt, du gehörst zu den besten Spielern von deinem Land. Ja, also das ist schon, der Moment war unglaublich, weil auch die ganze Tribüne voll war mit meiner Familie, meinen Freunden. 100 Karten musste ich organisieren, das, auch für die ist es ein Riesenmoment. Meine ganze Familie, meine Freundin, meine Brüder, alle haben geweint auf den Tribünen. Also ja, ist nicht nur für mich ein großes Erlebnis gewesen, sondern auch für all meine Freunde, Familie. Ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's vom Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Nicht selbstverständlich. Leute, checkt den Mann auf jeden Fall ab auf Insta. Und ja, bald kommt noch eine Fußball-Challenge raus. Ich sage euch, this guy is a baller. Er ist ein Baller, Leute. Und ja, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall sein Insta ab, checkt die Fußballmission ab, ist unten verlinkt. Da haben wir auf jeden Fall auch noch geile Challenges gedreht für sie. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis.